kannst du es spüren, Kana. Irgendwas richtig Magisches ist hier oben. Helden. Ich kann es fühlen. Nein. Nein, 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 nein. Es kann nicht sein. Kann ich euch helfen? Ja. Gib mal das. Vielen Dank. Hier, das ist für euch. Oh. Ich hab zu danken, die Dame. Hier oben scheint dieses Helden zu sein. Was sind das denn für Vögel? Egal. Ja. Ich auf dem richtigen Weg. Ja. Dieses Helgen soll irgendwo hier sein. Was auch immer ein Helgen sein soll. Wollen wir doch mal sehen. Ziemlich ausgestorben zu sein. Da seid ihr ja endlich, ihr verdammter Bastard! Kommt zurück! Ich habe es doch geahnt. Diese elendige Ratte lebt immer noch. Keine Angst! Ich werde euch und eure 8 Hundesöhne schon finden! Keine Angst! Alduin, der elendige Drecksack, hat also doch überlebt. All die Jahre. Ich werde ihn finden. Ihn und seine 8 Hundesöhne, egal wo sie sich verstecken. Vielleicht lässt sich hier noch was finden. In der Regel lässt Alduin nichts zurück, was zu ihm zurückverfolgt werden kann. Viel ist nicht mehr übrig hier. Was ist hier? Können wir doch mal sehen. Schatzkarte. Ist das doch bei Flusswald. Okay. Nicht mehr viel übrig hier. Ja. Wenn Lord Alduin für etwas bekannt war, dann für seine Zerstörungswut. Aber keine Angst. Elendige Eidechse. Ich werde dich schon finden. Ich habe mehrere hundert Jahre gewartet. Ich kann auch noch ein bisschen länger warten. Also, Richtung Flusswald flog dieser elendige Wurm. Das heißt, sein nächstes Ziel wird dort sein. Das Beste wird wohl sein, erstmal dort vorbeizusehen. Zu schauen, ob er diese Stadt auch vernichtet hat. Das heißt aber, dass nicht nur ich ihn gespürt habe. Die anderen 8 müssten ihn auch gespürt haben. Können auch hier den Weg nehmen. Die sagen, nehmen wir ihn doch mal. Schauen, was wir hier so finden. Gut, ihr seid noch der Arkaner. Und
Ja, Hündchen auch. Es will mir nicht gefallen. Aber gut zu wissen, dass der Bastard noch lebt. Hätte mich sehr mitgenommen, wenn einer das Werk, das ich machen will, schon vollendet hätte. Aber wie tötet man einen Gott? Fragen über Fragen. Was ist das denn für einer hier oben? Hm. Ja. Gut, da unten geht's ja schon Richtung Flusswald. So ein kleinerer Schleichweg durch die Berge. Gut, zum Glück. Wie hieß der Wolf nochmal, Kana? Irgendwas mit Mjolln hier oder Mollen, irgend sowas. Ich nenne ihn einfach mal Wolf. Das Gute ist, dass der Wolf immer mal wieder am Bellen ist, dann hört man ihn. Gut. Scheint nicht, als hätte Alduin hier eine Schneise der Verwüstung hinter sich gezogen. Hat er wohl Angst bekommen. Hm. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Oh, Jungchen. Ihr werdet schon sehen, es war ein Drache. Er wird uns alle töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Die Dame? Niemand glaubt mir, doch ich sage euch, ich habe einen Drachen gesehen. Bei Shaw, was wollt ihr? Okay, ein Drache. Das heißt, er ist hier weitergeflogen. Ich kenne mich mit diesen Städten hier nicht aus, aber ich weiß, dass früher hier um die Ecke eine riesige Ebene war. Dort wurden einige Zeremonien abgehalten, weil Drachen dort ohne Probleme landen können. Mal schauen, was in der Zeit passiert ist, dass ich weg war. Gut, Kana ist noch da. Okay. Haben wir beide Probleme? Ist okay. Ganz in Ordnung. Haltet die Bastarde im Auge, Kana. Sie denken, sie könnten uns von hinten angreifen. Dann werden wir sie auslöschen, wie die kleinen Ungeziefer diese sind. Scheint nichts Ungewöhnliches zu sein hier. Wow. Eine riesige Stadt. Hat man den Platz da wohl doch genutzt? Es war eigentlich eine Frage der Zeit, bis jemand hier eine Stadt gebaut hat. Was ist das denn für einer? Ist das der, der mir die Dietriche verkauft hat? Ja, sieht ihm sehr ähnlich. Wer bist du? Ich bin auf einer Pilgerreise zum Schrein von Azura, der Göttin der Dämmerung. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Und wo finde ich diesen Schrein, den ihr so gerne besuchen wollt? In den Bergen, im Nordosten. Ich markiere es auf eurer Karte. Oh, okay. Pilgerreise. Dedra. Haben diese gehörnten Ungetüme also doch noch ihre Griffel hier in dieser Welt?
Ich dachte, wir hätten jegliche Form der Verehrung ausgerottet. Ist da gerade jemand ins Wasser gelaufen? Sieht so aus. Wachen? Wollen wir mal diese Stadt besuchen gehen? Was meint ihr? Wart ihr hier schon mal? Mhm. Nichts Spezielles zu sagen. Lowlanders do love to chatter, don't they? Ugh. Ich sag es nochmal gerne, ich weiß nicht, was ein Lowlander sein soll. Ich bin älter, als euer Stamm überhaupt zusammen ist, Connor. Könnt ruhig ein bisschen freundlicher zu mir sein. Aber genau das mag ich an euch. Smolin. Leidenschaft. Ja, ist wohl weggelaufen. Okay. Ist das da? Toter. Riese, hm? Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Wow. Ihr seid aber sehr, sehr freundlich zu neuen Leuten, die hier vorbeikommen, Mädchen. Ihr saht aus, als bräuchtet ihr keine Hilfe von mir, weil sonst hättet ihr ja gar nichts zu tun gehabt. Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Wunderschön. Und was ist ein Schildbruder? Jemand, der euer Schild trägt oder zu schwach seid, ihn aufzuheben? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Nein. Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Um es also zusammenzufassen, eine Horde von betrunkenen Einzelkämpfern, die für Geld so ziemlich jeden Scheiß machen. Na ganz toll. Klingt nach reiner Zeitverschwendung. Niemand hat euch nach eurer Meinung gefragt. Wenn ihr denkt, dass ihr besser seid als wir, solltet ihr mit Kodlak Weißmähne reden. Dann seht ihr, was einen wahren Krieger ausmacht. Toll. Meine Zeit ist begrenzt, Mädchen. Was hätte ich Zeit, einer Bande von Dinnik-Degenerierten beizutreten? Ich bin zu Größerem bestimmt. Connerick zur Wehr. Das verdammte Land wieder auf Kurs zu bringen. Den Drachenkult wieder aufleben zu lassen. Das ist meine Aufgabe. In einer Halle mit stinkenden Frauen und Männern zu sitzen, habe ich definitiv Besseres zu tun. Gut, beide noch da? Dann wollen wir uns aufmachen. Wir haben schließlich hier einen Drachen zu melden. Und das gibt immer Geld. Und Geld kann ich gebrauchen. Vielleicht hat auch der Hofmagier wieder etwas mehr noch zu bieten. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Ist das so? Ich habe Neuigkeiten über diesen Drachen, den ihr sucht. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Sehr schön. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Kaiserlichen? Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und... Kampfgeborener, gebt mir euer Geld. Ich habe kein Geld. Ihr solltet ich weiß, mir dass euch eure Familien ihre wichtig ist, geben, aber wir können uns das nicht leisten. Nase. Ich habe Wochen gebraucht, um diese Diebeshöhle zu finden. Ich kann jetzt nicht aufgeben, aber ich kann mir das Schwert auch nicht alleine holen. Ihr wollt also eure Frau und eure Tochter für die Beschaffung eines rostigen alten Schwertes hungern lassen? Ich muss einfach nur ein, vielleicht zwei gute Männer anheuern. Ihr würdet auch keinen Hunger leiden müssen. Ganz einfach. Holt euch euer Schwert oder behaltet eure Frau. Wenn ihr einen Fuß vor das Tor setzt, bin ich bei eurer Rückkehr nicht mehr da. Ui.
Der Herr? Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Oh, Jungchen, Jungchen, ich bin mächtiger als jeder Söldner, den ihr euch leisten könntet. Ich habe gehört, dass ihr euch gestritten habt mit eurer Frau. Um was geht es denn? Saphir gefällt es nicht, dass ich so viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe. Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Braucht ihr Hilfe, um dieses Schwert zu finden? Ich kann euch diese Hilfe geben. Ich verlange nicht viel. Nur, dass ihr den Drachenkult, das eure wahre Religion, wieder annimmt. Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Das ist doch schön. Ich schaue mal, was dich machen lässt. Wenn ihr diese... Saphir! Wartet! Ich... Und was macht das Kaiserreich? Nichts! Nein, weniger als Talos also. Dachte... Die Maschinerie vollzieht den Willen der Talmor gegen das eigene Volk! Okay, Spitzohren. Das ist auch wieder am Start. Die haben uns schon damals genervt. Okay. Scheint wichtig auszusehen. Wollen wir hier mal rein. Söldner. Wo ist der Hund? Nicht da. Was das bedeutet? Gar nichts. Kann ich helfen? Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrove empfängt keine Besucher. Nur das, den Zahnstocher wegstecken, Mädchen. Ich bringe Nachricht von diesem Helden über den Drachenangriff. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Genau, nimmt Platz, Kana. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Oh, ihr seid wohl der lokale Anführer hier. Ich habe nicht nur den Drachen gesehen, ich weiß auch, wie der Drache heißt. Wir haben eine Art Rivalität, könnte man sagen. Aber Helgen, oder wie man diese Siedlung genannt hat, da ist nicht mehr viel übrig, wenn er erstmal dort war. Das heißt, dort nur noch aufräumen. Bei Ismir. Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Der Jarl von Falkenring wird das als Provokation verstehen. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug! Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich, ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen, und das werde ich euch nicht vergessen. Weißlauf, also. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Toll. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Ist das so? Und mit Drachengerüchten. Drachengerüchten. Es braucht seine Zeit, so ein Kleid zu schneidern, Dagny. Ihr müsst geduldig sein. Nur ruhig, Kana. Ich will nicht geduldig sein. Ich will mein Kleid jetzt sofort. Vater hat es mir versprochen. Okay, wollen wir mal sehen. Faringar. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt.
Und mit Besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Alte Steintafel? In Ordnung. Wohin soll ich gehen und was soll ich holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Ah, ihr meint wohl diesen Stein hier? Ah, der Drachenstein aus dem Ölsturz-Hügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Und was kriege ich dafür? Mache das ja wohl nicht umsonst. Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Wartet auf mich. Wollen ihr? Wo ist er denn? Ah, da ist er. Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Jonheim. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Dann mal los. Dann geht voran, Mädchen. Sicher einer von Alduins Untergebenen. Irelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irelet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ist das so? Ich möchte, dass ihr Irelet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Hm. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Ist doch kein Problem. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Hm. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irelet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Oh, Gold. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Okay, wir haben mal seinen Drachen. Ich würde mich gerne noch in den Gemächern des Magiers umsehen. Sicher etwas Schönes hier. Nein, ist es wahr? Ist das... Das könnt ihr nicht nehmen. Warum nicht? Was denkt ihr, was ihr da macht? Ganz, ganz ruhig. Drachenschmied. Rivakheim, die uralte Drachenschmiede, sie hat also doch überlebt. Können wir uns unterhalten, Herr? Ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Ja, kein Problem. Was habt ihr so zu verkaufen? Werft einen Blick darauf.
Wir müssen uns unbedingt etwas eindecken. Okay. Ja, das habe ich schon gelernt. Haut. Oh. Kann man gebrauchen. Oh, ein stärkerer Zauber. Ah, das kann man alles gebrauchen. Bilderheilung. Kann man alles gebrauchen. Ich danke. Wenn ihr die entsprechende Begabung... Jetzt muss ich mal schauen. Ja, ein bisschen Ladung hat er noch. Weiß mal. Alles lernen. Solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Ist das so? Kana? Darf ich mal? Also, der Kälte. Oh. Sehr schön. Das gefällt mir. Sure, watch over us. Euch zuzusehen erinnert mich an meine ersten Tage als Verzauberer. Sehr schön. Das hilft. Also. Das heißt, Zauberstab lädt sich wieder von selbst auf. Wir kämpfen also gegen einen Drachen. Jawohl. Dann wollen wir doch diesen Drachen mal ansehen gehen. Am besten machen wir das beim helllichten Tage. Nicht in der Finsternis. Drachen also. Wir sind nichts als Maden, die sich im Schmutz unserer eigenen Verderbtheit winden. Wohingegen ihr aus dem Dreck der Sterblichkeit... Theatralisch wie immer, der Herr. All diese Priester von Talos waren ziemlich theatralische Zeitgenossen. Ja. Weiß nicht, ob Talos gut auf mich zu sprechen ist, wenn ich seinen erstgeborenen Sohn jage. Aber ich habe meine Treue Lord Pantorax geschworen. Da sind die wohl schon vorgegangen. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Oh, moin, hier geht ziemlich gerne verloren. Naja. Habt ihr noch was zum Drachen zu sagen, Kana? Sure, watch over us. Okay, los geht's. Nur ganz nett wieder mal. Wir kämpfen schließlich gegen einen Drachen. Seht ihr? Ich habe noch irgendein Kettenhemd bekommen. Stahlkettenpanzerhemd. Ist das eigentlich besser als das, was ihr jetzt anhabt? Kana? Mhm. Ich habe hier was für euch. This is not what I swore an oath for, but so be it. Kein Problem. Lasst mich mal euch. Besser als gar nichts. Weiter geht's. Sobald wir in Rikia heim sind, werdet ihr eure Drachenpriesterrüstung erhalten. Dann seid ihr offiziell Smolin. Leidenschaft. Die erste hohe Priesterin des neuen Drachenkults.
Kann euch sagen, viele sind früher für diese Ehre gestorben. Macht was raus. Wenn ich erstmal Kunarik bin. Und die ganze Rüstung zusammen habe, die mir versprochen wurde, dann. Dann kann sich diese Welt aber irgendwo anschnallen. Okay, das scheint mir nicht nach Alduin auszusehen. Es riecht nach einem normalen jungen Drachen. Ein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Macht euch bereit, Kana. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Okay, ihr habt schließlich einen Drachenpriester auf eurer Seite, Mädchen. Wenn jemand sich mit Drachen auskennt, dann bin ich das. Ganz ruhig. Scheint keiner da zu sein, aber er kommt wieder. Irgendwas drin? Nein, zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Broki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Ist das so? Wache, was ist dir passiert? Wo ist der Drache? Antwort. Entschuldigung, Kana. Ich weiß nicht. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Nein, das ist ein junger Drache. Da kommt er. Da macht euch bereit. Und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Da kommt er, elendiger Bastard. Na? Stinkst nach deinem Meister. Es ist ein Drache. Wollen wir mal. Komm her, Drache. Aufhören hier rumzufliegen, sondern mal runterkommen. Ganz ruhig. Wo bist du denn? Komm hierher, wo man dich sehen kann. Sieht denn jemand? Oh! Ich krieg ihn nicht zu lassen. Na, da hinten ist er doch. Na, komm her! Hier bin ich! Wo ist er denn? Da ist er, der Bastard, ne? Der Bastard! Autsch, ich brenne! Oh, der ging wohl daneben! Doch nicht! Autsch! Ich werde euch brennen sehen. Okay. Gut gekämpft. War's das? Naja. Bastarde. Was zum... Ist das die Möglichkeit? Nein. Tatsache. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Nein. Kann das sein? Nein. Können die Legenden wahr sein?
Ich war zwar immer mit der Gabe bewandert, die Drachensprache zu verwenden, aber nie konnte ich es ganz verstehen. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ja, ihr könntet recht damit haben. Ja, das glaube ich auch. Ihr könnt jetzt schreien. Das kann nur eins bedeuten. Ihr müsst ein Drachenblut sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden, wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen, und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskarl. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Tatsache. Hätte ich nicht gedacht. Immer mit. Ziemlich schwer alles. Leichte Rüstung darf er behalten. Irelith! Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Und ich habe schon viele erlebt. Ich weiß nichts über diese Drachenblut-Angelegenheit, aber ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Kehrt besser sofort nach Weißlauf zurück. Jarl Balgroof möchte sicherlich erfahren, was hier geschehen ist. Irgendwas dazu zu sagen, Kana? What do you want, Lowlander? Nichts. Weiter geht's. May the Great Mother guide our path. Sehr schön. Wer hätte das gedacht? Nach all den Jahren. Jetzt verstehe ich es, Lord Pantorak. Jetzt weiß ich, warum die anderen 8 mich so gefürchtet haben. Ich bin ein Drachenblut. Ich bin mächtiger als jeder dieser Drachenpriester neben mir. Und wenn ich zusätzlich noch Konarik geworden wäre, dann wäre ich unaufhaltbar gewesen. Jetzt macht das alles Sinn, warum man mich... Aber ich... Kann das sein? Wartet, Kana. Nein. Alduin ist Talos Erstgeborener, der Akatosh oder wie man ihn auch nennen will. Ist das euer Tun? Habt ihr mir die Gabe geschenkt, um euren missratenen Sohn zu jagen und zur Strecke zu bringen? Na gut. Die alten Wege haben mich sowieso immer abgehalten, das zu tun, was ich will. Mit euch? Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um und geht dorthin zurück, Malakia, wo ihr herkommt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mir ist egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist. Keine Angst, ich werde euer Schwert auch noch zurückbringen. Das alles
notiert. Tatsache. Das ist doch alles euer Tun, oder? Ja. Gut. Talos also. Dann wollen wir mal. Ich werde euren missratenen Sohn schon auslöschen. Keine Angst. Eurer Zweitgeborene ist mein Anführer. Gegen ihn werde ich nicht meine Hand erheben. Gut. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Ist das so? Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Wir haben gerade über euch gesprochen. Ist das so? Mein Bruder möchte mit euch reden. Gut. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Nein, es war nicht Alduin selbst. Das war nur einer seiner... ja, Untertanen oder... kann man sie Kinder nennen? Ich nenne sie mal Untertanen. Aber ja, Wachturm, da ist nicht mehr viel übrig von. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein Drachenblut sein könnte. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Hör mal zu, Jungchen, ich bin älter als ihr und eure ganze Generation zusammen. Wenn jemand etwas über den Drachenkult und die Drachensprache kennt, dann bin ich das. Also ist es wahr. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Und wer sind die Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Und was wollen diese Graubärte von mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Hm. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochrotga gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tiber Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Runga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses, Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Runga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Mhm. Und die Graubärte haben es gehört. Oh ja. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrotga aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr? Die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Nein, jetzt weiß ich. Hochrotga ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrotga. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut.
Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Haltet mich nicht als Drachenblut in Erinnerung, sondern als Kunnerik. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Schönes Schwert habe ich aber bekommen. Tum. Oh. Das ist etwas für euch, Kana. Kana? What do you want, Lowlander? Ich habe hier was für euch. Aye, someone has to carry all that. Your body might break. Nur nicht zu freundlich. Ich habe hier was für euch. Gut. Steht euch gut, das Schwert. Wo ist dieser Fahnengard hin? Macht er nicht diese Echse hier? Keine Ahnung. Fahnengard? Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu... Nein. Werft einen Blick darauf. Ich muss von euch... Alles... Oh. Ich bin... pleite. Sehe ich gerade. Naja. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Zu mehr reicht's wohl nicht. Gut. Redorans Zuflucht für das Schwert. Och. Hrothgar ist hier auf dem Berg. Das haben wir von der in der Entfernung gesehen. Ja, Sarah Baines. Juwelen und Revierkeim. Fragen über Fragen, wo wir hingehen sollen. Aber das können wir am nächsten Tag besprechen. Das muss wohl diese Lydia sein. Die nehmen wir aber nicht mit, Körner. Sage ich. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Sehr schön, aber... Also gut. Wartet hier einfach auf mich. Ah, seid ihr riesig, Körner. Ja. Würde ich sagen, da ich nicht schlafen muss, aber ihr schon, kehren wir irgendwo ein und schauen, wo uns das alles hinführt. Nicht wahr?